Jetzt geht's. Grüß Gott, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich darf euch auch alle recht herzlich begrüßen zur vierten exekutierenden Ballnacht. Mein Name ist Schlöckmann Patrick, die meisten kennen mich wahrscheinlich eh. Und ich habe heute die Ehre, euch die Mitternachtseinlage zu präsentieren. Ja, was hat sich der Musikverein Enzkirchen heute für euch ausgedacht? Irgendwie funktioniert das ein gescheites Aufnehmen. Aber ganz schön durchgekommen. Was haben wir uns heute für euch ausgedacht? Ganz einfach, eigentlich nichts. Die Mitternachtseinlage ist nämlich heuer zu uns gekommen. Den Grund dazu möchte ich nur erzählen. Wie die meisten wissen, ist ja unsere Obfrau, die Oberhelder Bianca, eine begnadete Schafbäuerin. Und sie hat in ihrer Herde voller glücklicher, zufriedener und glücklicher Schafe sechs dabei, die sehr gern und sehr gut singen. Und sie hat gesagt, dieses Talent möchte sie nicht unentdeckt lassen und hat sich dann kurzerhand für unsere Mitternachtseinlage engagiert. Deswegen haben wir da eigentlich auch überhaupt keinen Anfang gehabt, irgendwas zu proben. Und jetzt haben wir es da, diese Schafe. Bitte begrüßt mit mir mit einem Riesenapplaus die Schafkopf-Kombo. Ja. Das sind unsere Schafe. Wir haben jetzt für euch drei Lieder vorbereitet. Wir sind dann sehr aber gefreut, wenn so vier Zahn singen dürfen als Zugabe. Und ja, es gibt aber ein kleines Problem, weil die Schafe können sich jeweils nur ein bis zwei Wörter merken. Und nein, eben schon. Und sie können die Lieder auch nicht in der richtigen Reihenfolge singen. Ich darf das jetzt einmal kurz demonstrieren. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich stelle euch jetzt einen Elvis vor. Mein Elvis ist nicht immer ganz einfach, aber er ist trotzdem ein ganz netter Kerl. Aber ich glaube, man hat jetzt schon ganz gut gesehen, dass die Lieder in der Reihenfolge nicht wirklich einen Sinn machen. Und deswegen brauchen wir jetzt zwei Freiwillige vom Publikum, die uns da helfen. Und den ersten Freiwilligen sehe ich schon. Hüpflerhaarer, du bist unser erster Freiwilliger. So hat er mich überrascht, gell? Aber du darfst auch nicht überraschen, weil du darfst jetzt auch nur einen Freiwilligen aussuchen. Ich darf auch nur einen Freiwilligen aussuchen. Ja, ich nehme gleich links, weil der sitzt ja. Ja, der Rolls Felix. Genau. Ihr zwei dürft jetzt euch da hinten auf die Stockerl stellen, damit wir ihn auch gut sind. Genau, mit Strämen. So, dann, jetzt noch kurz ein paar Erklärungen. Die Schafe, immer wahrscheinlich so von der Seite an, also gut österreichisch gesagt, da war es schon gegeben. Und genau, jetzt fest und ihr müsst jetzt herausfinden, was das für ein Lied ist und müsst es in der richtigen Reihenfolge abspülen. Und wenn ihr das dann geschafft habt, dann kriegt ihr einen Schnaps, weil es soll zwar belohnt werden. Aber das erste ist jetzt einmal eine Probe und das zweite Lied, dann geht es richtig los. Also, probiert es mal, kommt zum Raum. Ja, schon wieder. New York! Noch! Niemand! Noch! Hilf! New York! Ja, wie hörst du das denn? Sehr bekannten österreichischen Schlagerstar, der muss leider schon verstorben ist. Ich glaube, der Eddie hat schon einen richtigen Rang. Ja, genau, ja, richtig. Und jetzt darf das auch noch in der richtigen Reihenfolge spielen. Das heißt, ein Schaf nach dem anderen, von Anfang bis zum Ende. Also wir fangen zusammen. Mit ich fangen zusammen. Ich war noch jawohl. In
Ah, fast. Nummer 5, Nummer 5. Ich war 7. Ah, also Nummer, Harry, die hast du noch einmal. Ja, das war jetzt sozusagen die Probe und jetzt gibt es zum nächsten Lied. Das darf jetzt nochmal anhängen. Also Schaf, wir haben jetzt das zweite Lied. Geht schon los. Der was uns beim Trinken hilft. Nehmen wir Hermann. Der Staatsanwalt Hermann. Der wohl unser dritter Freiwilliger. Ein Riesenapplaus. Ja, das ist ja dann wurscht, dann jetzt nur lustiger. Danke Felix, ja. Weil er schließt deinen vierten Aussuchen, genau. Wenn es wirfst du aus als freiwilligen Helfer. Ah, der Bürgermeister, der Franz Demmeister, oder? Ja, das ist unser vierter Freiwilliger. Franz dem Bier. Servus, Franz! So, dann. Jetzt kommt jetzt das. Das zwei kennst du jetzt eh schon. Darf ihr euch auch hintüchteln? Genau. Und
Ja, bei ihm brauchen wir nur ein wenig gute Essen. Ich höre es. Achso, die haben sich aufgestockt. Genau. Jetzt habt ihr es eh schon kennengelernt. Das kennt ihr auch schon unseren Elvis, gell? Der Elvis hat übrigens einen Bruder. Hallo! Weißt du, wie der Bruder vom Elvis heißt? Presley. Zwölfis. Aber das tut ganz nicht rein. Okay, dann darfst du das auch probieren. Was ist unser drittes Lied für ein Lied? Und dann darfst du es auch noch richtig aufspielen. Darfst du schon anfangen? Er singt Gefühl. Gefühl. Die anderen zwei sind Gefühl. Gefühl. Gina! Gina! Bis! Für Gina, wie ist es mir? Wer hat das gefeiert? Also, ich fange einmal ein wenig weiter. Das Lied ist aber viel, viel schöner ist das Gefühl von Reinhard Fendrich. Aber jetzt wird es natürlich nicht in der richtigen Reihenfolge spielen, weil das Loks haben sie eigentlich nicht verzehrt. Viel? Viel, ja, viel. Die ganz links ist viel, oder? Aber die Zugabe
darfst jetzt zum Spülen aufmachen, bitte. Bleib! Dort! Irgendwann! Also, warum haben sie es schon richtig? Irgendwann bleib hier und dann dort. Zum SCS. Dort! Und! Jetzt dazu schneller! Zu dort! Dort! Bleib! Irgendwann! Bleib! Also nochmal von vorne. Mit und fangt an. Und ich mit dran bleib wieder und durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke für die Singen und ich hoffe, dann wieder mit anlegen. Wir bleiben uns am Gesang. Danke, dass ihr gekommen habt. Bleibt so eine Zeit noch. Die Mustangs werden jetzt wieder für gute Stimmung sorgen. Party! Party, genau. Und danke fürs Zuhören. Tschüss.